Die Zukunftswerkstatt beschäftigte sich mit dem Thema, das vielen Handwerkern und anderen Unternehmern unter den Nägeln brennt. Unternehmensnachfolge. In 14 Monaten geht's in die Rente und plötzlich fällt ihnen auf, dass sie noch gar keinen Nachfolger für ihr Unternehmen gefunden haben. So sollte Unternehmensnachfolge natürlich nicht aussehen. Thema des Abends ist heute Unternehmensnachfolge. Wir machen diese Veranstaltung zusammen mit dem Verein Wir für Segeberg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Segeberg. Vor dem Hintergrund, dass eben viele Unternehmen in Zukunft oder dass bei vielen Unternehmen eine Betriebsnachfolge ansteht. Und mit der heutigen Veranstaltung wollen wir auf dieses Thema sensibilisieren. Erster Ansprechpartner bei den Unternehmen ist oftmals der Steuerberater. Wenn die Betriebe, so wie bei uns, die Innungsbetriebe organisiert sind, können sie über die Kreishandwerkerschaft Kontakt aufnehmen und wir vermitteln dann weiter, sodass sie eben mit Fachleuten aus den Handwerkskammern, die dafür eigene Betriebsberater vorhalten, Kontakt aufnehmen können, um das Prozedere dann mit denen vorzubesprechen und durchzugehen. Wir machen eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen, so wie heute, bieten aber auch für die Nachwuchskräfte schon Seminare an, für junge Führungskräfte, auch mit weichen Faktoren, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung. Und ein wesentliches Punkt auch ist, wir unterstützen unsere Betriebe schon bei der Nachwuchswerbung, sodass eben der Nachwuchs nachwachsen kann, in Anführungsstrichen, um eben für die Betriebsnachfolge bereitzustehen. In einer Diskussionsrunde sprachen die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt über die Unternehmensnachfolge in Theorie und Praxis. Die Experten tauschten Antworten und Erfahrungen rund um das Thema, wie finde ich den richtigen Nachfolger aus? Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der WKS, Ihrem Wirtschaftspartner im Kreis Segeberg.